2019 brachte uns Captain Marvel, Endgame, Spider-Man Far From Home, Hellboy, Glass, Brightburn, Dark Phoenix und Shazam. Und schon stehen der Joker, dann Black Widow und die Eternals in den Startlöchern. Von den ganzen Fernsehserien von Flash bis The Boys ganz zu schweigen. Es gibt wenig zu diskutieren. Superhelden sind das dominierende Mainstream-Genre, gegen das fast alle anderen Genres verblassen. Science-Fiction, Comedy, Horror und Thriller führen ein Schattendasein oder werden mit Superhelden-Twist neu aufgelegt, damit sich überhaupt noch jemand dafür interessiert. Die Machtfantasie für Kinder, die einst belächelt wurde, scheint das einzige zu sein, was die Zuschauer noch vor die Leinwände und Bildschirme lockt. Und für jeden ist etwas dabei. Wer Comedy will, guckt Thor 3 oder Shazam. Wer Drama will, den Joker oder Glass. Wer auf Space Opera steht, schaut die Guardians. Und wer fiesen Horror möchte, hält sich an Brightburn. Denn es scheint keine Story zu geben, die sich nicht irgendwie auch mit Superhelden oder Schurken erzählen lässt. Vorbei sind die Zeiten, in denen spöttisch von Helden in Spandex gefrotzelt wurde. Denn auch wenn die Grundidee von lustig verkleideten Leuten, die total stark sind und mit Schurken zu kämpfen haben, die Bond-Bösewichte realistisch erscheinen lassen, immer noch grundsätzlich etwas kindlich Naives hat, längst schauen auch erwachsene Superheldenfilme und längst sind auch die Oscars gezwungen, den maskierten Schurken und Rächern Anerkennung zu zollen. Doch auch wenn das Superheldengenre sich in den letzten 10 Jahren extrem weiterentwickelt hat und vielfältiger wurde, es gibt immer noch einige Sachen, die uns ziemlich daran nerven. Und genau darum geht's in dieser Top 5. Jeder Film endet gleich. Okay, wir freuen uns ja, dass Superheldenfilme versuchen, verschiedene Genres abzudecken. Aber trotz der großen Unterschiede in der Tonalität, das Ende bleibt gleich. Ob die Welt bedroht wird, wie in den Avengers, oder nur ein Stadtteil, ob es eine Space Opera ist oder ein Spionage-Thriller, ob eine Comedy oder ein episches Drama. Am Ende gibt es eine Klopperei gegen irgendwelche CGI-Gegner. Und in den seltensten Fällen sind die so schön choreografiert wie im ersten Avenger oder zuletzt Shazam. Meist wird die Ideenarmut mit der Devise "Mehr ist mehr" kaschiert oder im Fall von Aquamans nicht enden wollen im Finale "Mehr ist mehr". Ja, sorry dafür. Wir mochten den Film ja wirklich und das Design der Unterwasserwelt macht echt Spaß. Aber seriously, irgendwann ist ja auch mal gut mit noch mehr egalen CGI-Graben, die gegen andere CGI-Viecher kämpfen. Ob Ultrons Armee, die völlig egalen Horden in Infinity War und Endgame, die nur Zeit schinden, ob die endlos lange innerstädtische Umstrukturierung in Man of Steel oder der Kampf gegen Klötenbär und Hörnchen in Batman wie Superman und Justice League und natürlich die endlos langen und langweiligen Schlachten in den meisten X-Men-Filmen. Immer wenn die Helden gegen austauschbare Computerhorden antreten, fühlen wir uns als Zuschauer wie in den Filmmomenten von God of War, nur ohne selbst mitsteuern zu können. Also bitte, liebe Drehbuchautoren, nicht jeder Film muss im CGI-Overkill enden. Und bitte, 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 wir wollen keine Lichtstrahlen mehr sehen, die in den Himmel schießen, nur weil den Autoren nichts Besseres eingefallen ist. Unser Platz Nummer 5. Origin Stories. Okay, wir sehen es ein. Wenn eine Figur im Kino das erste Mal auftritt, dann ist es dem Großteil des Publikums egal, wie lange der Charakter im Comic schon existiert. Denn auch wenn das den Comic-Fans jetzt wehtun wird, niemand liest Comics. Okay, nicht niemand, aber die Anzahl der Leute, die tatsächlich die Comics lesen, ist verglichen mit dem Kinopublikum extrem niedrig. Die Megastars wie Batman mögen pro Monat 700.000 Hefte verkaufen, aber das ist nicht pro Heft, sondern für alle Batman-Serien, die pro Monat rauskommen, und das sind nicht wenige. Die meisten Superhelden-Comics sind froh, wenn sie pro Monat auf 20.000 bis 80.000 verkaufte Hefte kommen. MCU-Filme dagegen erreichen locker mehrere 100 Millionen Zuschauer im Kino. Was auch der Grund ist, warum es den meisten Zuschauern recht wumpe ist, wie eng sich die Figur an das Comic hält, weil sie bestenfalls eh nur ein Sammelband lesen, wenn ein neuer Film herauskommt. Aber es erklärt, warum Kinofilme, die Figuren neu einführen, das oft mit einer Origin-Story machen. Aber seriously, warum müssen wir so oft Origin-Stories sehen von Figuren, die nun wirklich jeder kennt? Warum fällt Drehbuchautoren und Studios so oft nichts anderes ein, als wieder und wieder zu erzählen, wie der Superheld zu dem wurde, was er ist? Gibt es nicht genug interessante Abenteuer zu erzählen, die der Held als er selbst erlebt? Und ja, wir gucken dich an, DC. Wie viele Origin-Stories von Batman müssen wir noch sehen? Wie oft müssen wir noch sehen, wie Bruce Waynes Eltern in einer Gasse erschossen werden? Wieso kreist die ganze Figur anscheinend nur darum, dass Batman in 40 Jahren nicht darüber hinweggekommen ist? Ob im Kino bei Burton, Nolan und Snyder oder im TV, wieder und wieder bekommen wir Varianten derselben Story. Und ja, wir waren extrem froh, dass beim Spider-Man-Reboot nicht wieder Uncle Ben erschossen wurde. Wir müssen auch bei Superman nicht zum x-ten Mal sehen, wie er auf der Farm bei Ma und Pa Kent aufwächst und mit einer Rakete von Krypton weggeschossen wird. Und bitte, bitte Marvel, wenn ihr die X-Men rebootet, bitte verschont uns nochmal zu erzählen, wie Wolverine zum Schweizer Taschenmesser wurde und Professor X das Hogwarts für Superplagen gründete. Wonder Woman, Aquaman, Shazam, Deadpool, alles schick,
Wir wollen die Figuren kennenlernen, wir wissen jetzt, wer sie sind, aber bitte nervt uns nicht in 4 Jahren noch einmal mit einer Aquaman-Teenager-Serie oder Wonder Woman Origins. Denkt euch lieber gute neue Geschichten mit den Figuren aus, die die Charaktere weiterentwickeln und nicht immer nur Varianten derselben Elemente sind. Und for fuck's sake, Batman, cheer up! Du gehörst zu den 1%. Hör auf zu heulen. Unser Platz Nummer 4. Und ein weiteres Klischee, das wir nicht mehr sehen wollen. Helden, die den Superschurken, der Tausende umgebracht hat, nicht killen, wenn sie die Chance dazu haben. Obwohl sie keine Probleme haben, stapelweise Handlanger der Schurken zu entsorgen. Autsch, ja, das hat er sicherlich überlebt, Captain. Und Batman, die leben sicher alle auch. Aber der Joker, nein, der kommt brav jedes Mal am Ende ins Arkham Asylum. Und Lex Luthor, der landet im Knast. Moralische Werte sind ja schön und gut. Und wenn Superman eben auch super moralisch ist, wunderbar. Wir brauchen mehr moralische Entscheidungen und die Todesstrafe ist zu Recht geächtet. Aber wenn du Dutzende von gesichtslosen Helfern des Schurken getötet oder tödlich verletzt hast, ist es dann wirklich ein Drama, wenn du denjenigen, der verantwortlich für Tod, Leid und Elend von tausenden Menschen ist, einfach auch unschädlich machst? Nachdem ganz Metropolis aussieht wie Pompeji, warum zögert Superman so lange, um Zod unschädlich zu machen? Alle anderen Menschen waren ihm ja wohl egal, sonst hätte er den Kampf nicht in der Stadt geführt, warum kümmert ihn dann ausgerechnet, ob Familie Wutzke gegrillt wird? Und natürlich kommen bei DC und Marvel genug Schurken ums Leben und auch Black Panther hat sich nicht gerade ein Bein ausgerissen, Killmonger zu retten. Aber die zögerliche Haltung und Unterscheidung, mit der Nebenfiguren umgebracht und Schurken behandelt werden, die nervt und macht die ganzen moralischen Auseinandersetzungen der Helden letztlich zur hohlen Geste. Unser Platz Nummer 3. Frauen in Nöten. Natürlich trifft das nicht nur Superheldenfilme, aber sie sind leider die hartnäckigsten Vertreter dieses Klischees. Und ja, das zieht sich von Lois Lane in den ersten Superman-Filmen, die von Häusern fiel und aufgefangen werden musste, über Mary Jane Watson in Raimi's Spider-Man zu Emma Stone in der Neuauflage, bis hin zu Pepper Potts in Iron Man oder MJ im neuesten Spider-Man Far From Home. Und wenn sie nicht gerade gerettet werden müssen, gehen sie gleich drauf, damit der Held einen Grund hat, warum er kämpft und gegenüber dem Bösen keine Gnade zeigt. Ob der Punisher oder Bogen Bernd oder natürlich auch Batman bei Nolan. Frauen sind dort selten eigenständige Charaktere, sondern dienen im Wesentlichen, um den Helden zu motivieren. Was natürlich Teil eines grundlegenderen Problems ist, nämlich dem, dass die meisten Superhelden immer noch Typen und hetero sind, weswegen es den meisten Zuschauern wohl auch folgerichtig erscheint, dass diejenigen, die als zu rettende Opfer herhalten müssen, eben arme Frauen sind, die in den Klauen des Schurken zappeln. Langsam ändert sich das ja. Die Studios versuchen zumindest mal mit der Grundregel zu brechen, dass alle Schauspieler, die in Superheldenfilmen mitspielen, Chris heißen müssen. Und ja, wir gucken euch an. Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine, Chris Evans, Chris O'Donnell, Christopher Reeve und Christian Bale. Natürlich dürfen es nicht nur andere Namen, sondern sogar mal Frauen sein. Und die verzichten hoffentlich darauf, dann die Klischees einfach nur umzudrehen. Captain Marvel ist zwar langweilig wie 10 Blatt Löschpapier, aber zumindest verzichtete der Film auf eine motivierende Romanze, die die ganze Story dominiert. Und vielleicht wird auch Wonder Woman mal im nächsten Film nicht im Wesentlichen durch ihre Beziehung zu ihrem Steve motiviert. Und vor allem, hoffentlich kommt der Batman-Film von Matt Reeves sowohl ohne Misshandelte als auch ohne entführte Freundin aus. Und wenn es geht, auch bitte ohne unseren nächsten Punkt. Unser Platz Nummer 2. Und wenn wir es gerade mit Weinerlichkeit haben, warum haben alle Superhelden Daddy-Issues? Gibt es keine dramatischen Storylines, die nicht irgendwie auf Papa hat mich nie geliebt, Papa ist tot oder Papa war gemein zu mir basieren? Tony Stark krepelt im Grunde sein ganzes Leben herum, weil er nicht darüber hinwegkam, dass er im Schatten von Daddy aufwuchs. Batman hatten wir ja gerade. Superman rennt auch ständig in die Eishöhle, um sich alte Kristall-VHS von Papa anzuschauen. Thors und Lokis Probleme basieren komplett auf ihren Konflikten mit Papa und ihrem Kampf, sich von Odin zu emanzipieren. Star-Lords Vater ist ein größenwahnsinniger Celestial, der alles vernichtet und sich untertan machen wollte. Und sein Adoptivvater ist Yondu, der die meiste Zeit ein ziemliches Arschloch war und stirbt, als er versucht, gut zu sein. Bruce Banner, Arschloch-Daddy, der sogar mitverantwortlich für sein Hulksein ist. Black Panther, toter Papa, der ihn wie Mufasa im Traumland erscheint. Rocket Raccoon hat seinen Hass auf seine Erschaffer. Peter Parker, tote Eltern und einen toten Onkel und einen toten Tony Stark, seinen Ersatzpapa. Und apropos Tony Stark, Ultron ist ja auch sein Baby und hat mächtige Daddy-Issues. Und natürlich der größte Arschlochvater von allen, Thanos, der nicht nur die Hälfte des Universums auslöschte, sondern auch wirklich dickisch zu seinen Töchtern war. Ach ja, und zumindest in den Comics hat der nächste
MCU Held Shang-Chi auch wieder Papa-Probleme. Denn sein Alter ist niemand anderes als Dr. Fu Manchu. Man könnte fast meinen, dass Comics auf demselben Level wie Telenovelas operieren und jedes Problem irgendwie mit Papa zu tun hat. Wir wissen ja, dass Disney schon fast routinemäßig die Eltern ihrer Figuren umbringt, aber Superheldenfilme sind halt leider weniger originell und allmählich wäre es doch mal Zeit für frische Ideen. Oh nein, wir wollen nicht wissen, dass ihre Mamas auch alle tot und ätzend waren. Unser Platz Nummer 1. Welche Superklischees nerven euch und welche stören euch gar nicht? Und wie viele andere Schauspieler, die Chris heißen, Superhelden spielen, fallen euch noch ein? Sagt es uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es und abonniert uns. Und wenn ihr mithelfen wollt, dass wir noch lange weitermachen können, unterstützt uns auf Patreon oder mit einem Trinkgeld auf PayPal. Und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.